Wusstest du, dass die Sonne nicht wirklich brennt? Nein, unsere Sonne ist kein loderndes Lagerfeuer im Zentrum des Sonnensystems. Sie ist eigentlich ein Kernreaktor. Im Inneren von Sternen verschmelzen nämlich Wasserstoffatome zu Heliumatomen. Und bei diesem Prozess der Kernfusion werden enorme Mengen an Energie freigesetzt. Diese Energie schießt in alle Richtungen und findet schließlich ihren Weg zu dir. Okay, bleiben wir beim Thema Hitze und sehen uns einige der anderen scheinbar feurigen Objekte an unserem Nachthimmel genauer an. Meteore sehen vielleicht aus, als würden sie brennen, wenn sie sich ihren Weg durch unsere Atmosphäre bahnen. Aber auch das ist nicht wirklich der Fall. Wenn du das Glück hast, einen Blick auf eine Sternschnuppe zu erhaschen, siehst du in Wirklichkeit nur das Glühen, das durch den starken Luftdruck vor dem Meteor entsteht. Während er durch unsere Atmosphäre rast, heizt sich die Luft vor dem Meteor durch die schnelle Kompression auf, bis er hell leuchtet. Aufgrund der großen Hitze verglühen Meteore in unserer Atmosphäre, obwohl sie eigentlich nicht brennen. Unsere Atmosphäre ist zwar unsere letzte Verteidigungslinie, aber leider sind manche Weltraumfelsen einfach zu groß, als dass die Atmosphäre sie auffangen könnte, bevor sie auf die Erde stürzen. Wenn also ein riesiger Asteroid auf uns zukommt, sollten wir ihn wie in den Filmen mit einer Atombombe zerstören, oder? Nein, auf keinen Fall. Eine Atombombe könnte zwar dazu beitragen, einen planetenvernichtenden Meteoroiden ein wenig zu schwächen, aber sie würde nicht garantieren, dass wir völlig sicher wären. Wenn wir einen Meteoroiden atomisieren, würde er in viele kleinere Teile zerbrechen, von denen jeder einzelne oder viele zusammen immer noch eine erhebliche Gefahr für das Leben auf der Erde darstellen könnte. Na gut, ich hoffe, die Rede über die Bedrohung durch Meteoroiden hat dich nicht allzu sehr verängstigt. Falls doch, trockne dir einfach die Tränen ab. Wusstest du, dass man im Weltraum nicht weinen kann? Naja, so in etwa. Du kannst so viel weinen, wie du möchtest, aber deine Tränen werden nicht wie hier auf der Erde über deine Wangen rollen. Dank der Mikrogravitation im Weltraum würden sich, wenn du dir auf der Internationalen Raumstation den Zeh stoßen und anfangen würdest, hemmungslos zu weinen. Deine Tränen zu einer wässrigen Kugel sammeln, die schwebt oder an der Vorderseite deines Gesichts haften bleibt. Hey, als du gerade das Wort Mikrogravitation gehört hast, bist du vielleicht kurz stutzig geworden. Wurde uns nicht immer gesagt, dass es im Weltraum keine Schwerkraft gibt? Und wenn es keine Schwerkraft gibt, dann sollte es auch kein Gewicht geben. Wie könnten die Astronauten sonst einfach auf der Internationalen Raumstation herumschweben? Nun, der Begriff Schwerelosigkeit ist irreführend. Es wird immer eine gewisse Kraft auf ein Objekt einwirken. Im Fall der Astronauten auf der Internationalen Raumstation sind sie nicht wirklich schwerelos. Sie befinden sich in einem ständigen Zustand des freien Falls. Dank ihrer Umlaufbahn um die Erde fallen sie ständig, landen aber nie. Im Weltraum kann dich niemand schreien hören. Vielleicht kommt dir dieser Spruch aus dem Film Alien bekannt vor, aber er gilt nur bis zu einem gewissen Grad. Auch wenn man nie in der Lage sein wird, explodierende Raumschiffe wie im Film zu hören, gibt es dennoch einige Bereiche im Weltraum, in denen genügend Teilchen vorhanden sind, um den Schall zu übertragen, wie zum Beispiel die heißen Gaswolken, die einige schwarze Löcher umgeben. Wenn genug Gas vorhanden wäre, könntest du vielleicht sogar einen schwachen Klang dessen vernehmen, wie ein schwarzes Loch klingt. Apropos Klang, du hast vielleicht schon davon gehört, dass die Planeten alle ihr eigenes Lied haben. Die Ursprünge dieser Geschichte reichen Jahrtausende zurück, als antike Astronomen über die Musik der Sphären erforschten. Sie dachten, dass die Bewegungen der Planeten selbst eine Art von Musik erzeugen könnten. Nun, das hat sich nicht ganz bewahrheitet, aber die Magnetfelder der Planeten stehen in Wechselwirkung mit geladenen Teilchen und die aus dieser Wechselwirkung resultierenden Radioemissionen können in Schallwellen umgewandelt werden. Keine Sorge, das haben Wissenschaftler bereits für dich übernommen, aber diese unheimlichen Klänge sind nicht gerade das, was man als Musik bezeichnen würde. Okay, wenn wir schon dabei sind, Geräusche zu machen, wäre es ein guter Zeitpunkt, darüber zu sprechen, warum es im Weltraum meistens keinen Ton gibt. Das liegt daran, dass der Weltraum ein Vakuum ist, jedoch kein vollständiges. Ein Vakuum entsteht, wenn keine Materie vorhanden ist. Keine Atome, keine Moleküle, kein Nichts. Sicher, der Weltraum ist ziemlich leer, aber er ist kein perfektes Vakuum. Es wird immer ein paar verirrte Atome geben, die in den gigantischen Lücken zwischen den Galaxien lauern. Okay, vielleicht ist weniger als ein Atom pro Kubikmeter wirklich sehr, sehr nah an einem Vakuum, aber trotzdem ist es eine Lüge.
Dank Filmen und Popkultur wurde dir noch eine Lüge aufgetischt. Was geschieht, wenn ein Astronaut direkt im Weltraum ohne Raumanzug ausgesetzt ist? Wenn du einen Weltraumspaziergang machst und dein Anzug oder dein Helm beschädigt wird, wäre das eine schlechte Nachricht. Der Weltraum ist hart für den menschlichen Körper. Und wenn du nicht blitzschnell auf die Situation reagieren könntest, würdest du wahrscheinlich sterben. Aber du kannst dir sicher sein, dass du nicht spontan explodieren würdest. Während du da draußen herumschwebst, können wir auch gleich mit einem anderen Missverständnis aufräumen. Aber dafür müssen wir die Richtung ändern. Versuche mal, Luft in eine Richtung zu pusten, um zu sehen, ob dich das in Bewegung bringt. Nö. Und glaube mir, das liegt nicht nur daran, dass du diesen Helm auf dem Kopf trägst. Selbst wenn du sehr kräftig ausatmen könntest, wäre das nicht stark genug, um dich in Bewegung zu bringen. Und deshalb ist es wichtig, an den Handläufen befestigt zu bleiben oder Düsen an deinem Anzug zu haben, um dich in der Nähe deines gewünschten Ortes zu halten. Trotz des legendären Albums der Rockband Pink Floyd gibt es eigentlich keine dunkle Seite des Mondes. Zumindest keine, die permanent dunkel ist. In Wirklichkeit ist der Mond an die Erde gekoppelt. Das bedeutet, dass der Mond für eine volle Umdrehung um seine Achse die gleiche Zeit benötigt wie für eine Umdrehung um die Erde. Das bedeutet, dass das Sonnenlicht immer nur auf eine Seite des Mondes fällt. Aber jede Seite des Mondes wird beleuchtet. Jeden Tag. Gut, um diese Liste der Lügen abzuschließen, bringen wir dich zurück auf die Erde. Von deinem Aussichtspunkt im Weltraum aus betrachtet, könnte dieser wunderschöne blaue Ball wie eine perfekte Kugel aussehen. Schließlich hat man dir das dein ganzes Leben lang erzählt. Aber ich wette, du kannst dir denken, was ich als nächstes sagen werde. Ja, das ist eine weitere Lüge. Die Erde ist technisch gesehen ein abgeflachtes Spheroid. Das bedeutet, dass sie an den Nord- und Südpolen leicht abgeflacht ist, während sie sich am Äquator ausbeult. Wie kam es zu dieser Form? Nun, stelle dir vor, dass der Planet bei seiner Entstehung so etwas wie eine Tonkugel war. Wenn er sich dreht, werden die Ober- und Unterseite ein wenig zusammengedrückt, während die Mitte etwas aufgeblasener aussieht. Okay, das sind genügend Weltraummythen für eine Sitzung gewesen. Hast du dich gefragt, welche anderen Lügen man dir erzählt hat? Wie wäre es mit ein paar Lügen über die Dinosaurier? Nun, das ist eine Geschichte. Für eine andere Folge von Was wäre, wenn?